Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu nochmal der von Unity Teil 88. Und wir sind immer noch hier in der Wüste und ich muss kurz was machen. Ich habe kurz die Forscher ausschalten müssen. Jetzt muss ich kurz mal schauen, ob das alles so läuft, wie es soll. Warum ist das hier runtergestellt? War das beim letzten Mal auch so? Ich muss mal kurz was nachschauen. Weil irgendwie wollte das Spiel plötzlich beim Start nicht mehr so, wie es eigentlich ursprünglich sein sollte. Deswegen bin ich am Schauen. Genau, denn das hier war eigentlich so. Das möchte ich nämlich dann wieder schauen. Eigentlich müsste es funktionieren. Er hat mir keine Probleme angezeigt. Deswegen... was ist das? So. Ich weiß nicht, woran das genau lag, dass er jetzt da Probleme gehabt hatte beim Starten. Er wollte, dass ich dann nochmal den Ordner zuweise, deswegen habe ich das gemacht, den Spielordner, und den Rest hat er wieder selbstständig anerkannt. Wir sind eben noch auf dem Weg zum der einen Ruine. Ach, das Baby zieht mir an den Haaren, das ist gut. Das heißt, dass diese Mod zum Beispiel noch funktioniert korrekt. Weitsicht scheint auch noch zu passen. Und hinten ist ein Haus. Vielleicht ist es eine Ortschaft. Das wird. Hallo, was ist los? Hat sie mir die Steuerung umgestellt? Ich muss kurz die Ding wieder einstellen. Okay, ich mache mal kurz das und dann mache ich weiter. Das ist am einfachsten. Dann braucht man sich mir nicht zuschauen, wenn ich das einstelle. So, ich glaube, ich habe das jetzt wieder das richtig eingestellt. Ich muss mal schauen. So. Moment, irgendwas stimmt nicht. Genau, so sollte das sein. Nee, warte mal. Das war tatsächlich doch ein bisschen anders. Egal, wird schon passen. Platzieren. Und ich könnte hinten hingehen zu dem Ort, aber das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, jetzt kommt die Zeit, dass ich mal update auf eine neue Version. Wenn ich mal Zeit habe, es kann halt etwas dauern. Weil es immer zeitaufwendig ist, das dann so zu machen, dass das passt. Sehr schön. Das ist aber, mir kommt das ziemlich hell vor. Irgendwas ist anders. Als würde die Grafikbasierte Mods nicht richtig funktionieren, weil normalerweise ist es dunkler.
Seltsam. Okay, die Türen sind zu, da muss ich jetzt überlegen, was ich mache. Genau, wir müssen noch, glaube ich, hier rüber und hier eigentlich nach Norden. Da kommt ziemlich lange nichts. Da reise ich halt weiter. Baby, ich verstehe immer noch nicht, was das heißen soll. Blows a raspberry. Das, vielleicht ist das irgendwie die Geschichten von Magna G. Du erinnerst dich an diese Geschichten. Ja, irgendwie sieht es anders aus. Ich muss mal schauen, da hat es wohl irgendwas mit den Einstellungen zerlegt. Aber modmäßig gab es keine Beschwerden vom Spiel, das heißt, soweit wird es schon passen. Ich habe auch nicht rausgefunden, was genau. Super, Moment. Ich habe auch nicht genau rausfinden können, was genau das Problem erzeugt hat. Ach, es ist jetzt. Ach, ich verstehe schon, okay. Rot ist Ausdauer wieder. Ich glaube, ich hatte das tatsächlich getauscht. Ups. Hey, Feinde versuchen meine Reise zu behindern. Das ist jetzt tatsächlich das kleine Problem. Warte mal. So. Ich glaube, ich ändere das kurz. So, dann schauen wir doch mal. Jetzt müsste es doch. Warum ladet der das? Beziehungsweise, warum zeigt er das an? Seltsam. So, jetzt passt es wieder. Ich glaube, ich hatte es umgestellt. Auf jeden Fall, jetzt habe ich es umgestellt. Thank you.
Ja, ich glaube, ich würde mal auf eine neuere Version upgraden. Versuchst du noch hin, aber das rhythmische Tapsen des Babys ist ein bisschen nervig. Irgendwas passt nicht mit der Landschaftsmod. Es gab auch ein paar andere Verbesserungen in der Decker-Vollversion, die ich mir mal anschauen wollte. Deswegen bietet sich das dann wahrscheinlich an. Ich habe die nächste Region betreten. Sehr schön, genau so. Schauen wir doch mal. Oder ist ein Laden? Was für ein Laden? Ein Markt, okay. Ah, da hinten ist ein Schmied, sehr praktisch. Gib mir 5000. Sehr schön.
glaube, hier rechts rüber macht am meisten Sinn tatsächlich. Das Baby schnarcht sanft. Zu einem meiner vorherigen Teile gab es tatsächlich gerade den interessanten Kommentar, dass er im Stehen kackt, wie auch immer er ist. Und da habe ich mir bloß gedacht, hat sich wahrscheinlich verschrieben. Und ich sage, gut, dann antworte ich, habe ich geschrieben, was? Und als Antwort kam, du hast mich schon richtig verstanden, habe ich bloß geantwortet, schön für dich. Schön für dich, Fragezeichen. Je nachdem, wie zielgenau du bist. Schlechte Witz. So, dann, achso, warte mal. Dann rendiert sich tatsächlich wieder einen Mantel anzulegen. So. Muss ich nach Nordosten, genau hier. Ja, der Teil wird etwas kurz ausfallen, weil ich musste erstmal wieder zum Laufen kriegen. Aus irgendeinem Grund wollte das Spiel nicht. Vielleicht hat irgendwas anderes Software-seitiges ein Update gemacht und das hat dann Probleme gemacht, aber mei. Ich werde dann schauen, dass ich jetzt das Spiel die Mods auf den Stand bringe und dann weiterspiele. So. Heute Regen ist so schön, erinnert mich fast an, was war das, GTA Trilogy, die Definitive Edition Collection. Ja. Die Encounter-Rate ist meiner Ansicht nach zu hoch. Was ehrlich gesagt ein bisschen seltsam ist, aber okay.
Aha, ein Inn. Aber will ich in das Inn gehen? Nein. Ich glaube, ich sehe hier den Weg, der da hochgeht. Ja, irgendwas passt da grafisch nicht. Da muss ich, glaube ich, echt alles erneuern. Du fühlst, wie warme Flüssigkeit deinem Rücken runterläuft, als das Baby gehend. Oder seufzt. Mir läuft das Spiel unrund. Der hat noch geöffnet, wie praktisch. Doppelt hält besser, oder wie war das? So. Dann esse ich noch was. Und trinke noch was. Und
breche wieder auf. So. Mit diesem tollen Ausblick beende ich den Teil. Ja, ich weiß, ein bisschen kürzer, aber ist zeittechnisch gerade etwas unpraktisch. Ich hoffe, der Teil hat gefallen. Und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann geht das Spiel frisch gemoddet weiter. Ja, ich muss tatsächlich mal, glaube ich, ein paar Mods updaten oder das Spiel neu aufsetzen, weil irgendwie das läuft nicht rund. Irgendwas anders passt nicht. Naja, kommt manchmal vor. Läuft aber im Großen und Ganzen immer noch besser wie so manche Spiele größere Hersteller.